Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Die Corona-Pandemie lehrt uns in diesen Tagen wieder einmal, wie schwierig Prognosen sind, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Noch vor 2 Wochen haben wir in Bayern darüber geklagt, dass zu wenig Impfstoff zur Verfügung stand. Hausarztpraxen wurden von ihren Patienten regelrecht gestürmt. Impfzentren und Betriebsärzte baten die Bundesregierung inständig um Lieferung von mehr Vakzinen. Doch die fehlten an allen Ecken und Enden. Und nun das. In den Wartehallen vieler Impfzentren des Freistaats Bayern herrscht gähnende Leere. Immer mehr Dosen des lebensrettenden Serums müssen weggeschmissen werden. Hinzu kommt, dass viele Leute ihre Impfung absagen oder fest vereinbarte Zweitimpfungen unangekündigt verstreichen lassen. Schon sind erste Forderungen in der Welt, Impfschwänzer mit Geldstrafen zu belegen und die Impfquote auf diese Weise zu steigern. Doch ich bin mir sicher, mit Repressionen kommen wir nicht weiter. Vielmehr sollten wir die Vorteile der Impfung hervorheben und möglichst viele Menschen ermuntern, mitzumachen. Wir Freien Wähler wollen hierzu auch diejenigen erreichen, denen die Impfung momentan nicht so wichtig ist. Vielleicht, weil mögliche Termine nicht in ihre Urlaubsplanung passen, vielleicht aber auch, weil Corona in diesen Sommertagen vermeintlich seinen Schrecken verloren zu haben scheint. Das ist natürlich ein Irrglaube und deswegen sprechen wir uns dafür aus, möglichst rasch auch viele Jugendliche gegen das bösartige Virus zu immunisieren. Junge Leute mit Vorerkrankungen sofort. Alle anderen, sobald die ständige Impfkommission dies ausdrücklich empfiehlt. Das würde auch die noch offene Flanke an unseren Schulen schließen. Zumal wir Freien Wähler ausdrücklich am Ziel des Präsenzunterrichts nach den Sommerferien festhalten. Druck werden wir auf die STIKO selbstverständlich nicht ausüben. Sie muss ihre Empfehlungen auch weiterhin rein medizinisch begründen dürfen, sonst verspielt sie das Vertrauen der Menschen. Eines ist aber auch klar, die gefürchtete Delta-Variante des Coronavirus verzeiht kein Zaudern. Sie wartet nicht auf uns. Das zeigen deutlich gestiegene Inzidenzen nicht nur in Großbritannien, Spanien und Portugal, sondern auch in vielen außereuropäischen Ländern. Wie gut wir durch eine mögliche 4. Welle im Herbst kommen, wird sich also daran messen, wie viele Menschen bis dahin doppelt geimpft und so auch gegen die besonders aggressiven Virusvarianten geschützt sind. Bauen wir also rasch so viel Impfhürden ab wie irgend möglich, um Corona endgültig in die Knie zu zwingen. Nur so werden wir im Herbst mit einem blauen Auge davonkommen. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch. Der Wochendurchblick mit Florian Streibel. Freie Wähler Landtagsfraktion.